Willkommen zurück hier in unserem Forschungsteig in der Steinzeit hier in Echo. Ich sag immer Teig, ne? Dabei ist ein Teich. Ja, ich habe ein bisschen weitergemacht. Ich habe hier eine Höhle ausgehöhlt, habe da ein paar Lager reingesetzt, damit auch die ganzen Steine reinpassen. Ich habe Steine produziert, alles mögliche habe ich gemacht. Und damit wir dieses Häuschen auch hier langsam mal anfangen können zu bauen, damit die Gerätschaften auch funktional werden. Und damit fangen wir gleich mal an, würde ich sagen. Oder? Ja, komm, machen wir gleich mal. Fangen wir gleich mal an. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich so weit war. Aber es ging. Es war trotzdem ganz lustig. Aber ich glaube, es wäre euch vielleicht ein bisschen zu langweilig gewesen. Denn das kennt ihr ja schon alles. So. Kann sein, dass wir das Lager vielleicht umlagern müssen. Das ist möglich. Und auch sehr wahrscheinlich. Aber schauen wir mal. So. Ja, doof. Das muss auf jeden Fall weg. Alles klar. Dann muss das Lager erstmal weg. Das passt mir gerade überhaupt nicht. So überhaupt nicht. Überhaupt. Ja, aber wohin? Erstmal nach unten, würde ich sagen. Komm, das lagern wir erstmal alles nach unten weg. Und ja, dann können wir vielleicht sogar schon innerhalb der nächsten zwei Folgen vielleicht schon mal anfangen, die ersten Erze zu schmelzen. Ich habe die Tailings habe ich ein bisschen runtergeschraubt, weil 4 Tailings pro ein Eisen ist dann doch ein bisschen viel, wie ich finde. Und das muss einfach nicht sein. Ich habe es auf 1 runtergestellt. Ja. Ich habe es auf 1 runtergestellt, damit Hau ab, du Rehn. Wir nicht gleich unsere ganze Umwelt hier verpesten. Das muss ja alles nicht sein, ne? So. Komm, hier fangen wir gleich mal an, hier den Boden mit zu verlegen. Das Haus, das fängt natürlich nicht hier an, am anderen Haus, sondern das fängt schon... Toll. Das fängt schon woanders an. Nur hier haben wir halt so ein Weg nach unten. Und den wollte ich eigentlich auch ganz gerne beibehalten. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich so möglich ist. Es wäre schön. Es wäre schön, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so funktioniert, wie ich mir das gerade vorstelle. Aber schauen wir mal. So. Offenbar nicht. Ist auch nicht schlimm. Komm, ist auch nicht schlimm. Ist egal, das können wir später noch designen. Jetzt machen wir erstmal den ganzen Boden hier fertig. Ich mach dich fertig, du alter Boden. So, mal gucken. Hier haben wir auch noch ein Loch drin. Das war übrigens sehr hilfreich, das Loch. Da konnte ich so ein bisschen über die Lager drüber hüpfen. So, so. Ach, siehst du, habe ich sogar noch wieder was vergessen. Ich wollte da nämlich auch noch ein bisschen mehr noch vom Boden hier noch rausholen. Das sollte eigentlich bis hier hinten dann hingehen. Das wollte ich auch noch alles rausholen. Das können wir eigentlich auch noch in dieser Folge machen. Komm. So eilig haben wir es ja nicht. Wir haben doch Zeit. Wir haben Zeit. Und die lasse ich mir auch nicht nehmen. In der Zeit habe ich übrigens auch ein paar Tomaten schon gepflückt und gepflanzt und tralalala. Ich habe alles Mögliche schon gemacht, damit ich hier nicht dauernd Hunger leide. Schauen wir mal. Mal gucken, wie sich das Ganze noch so entwickelt. Aber ich glaube, es wird. Es wird. Doch, es wird. Ja, hier möchte ich das Lager nicht haben. Shitten. Hier kann man es nicht hinstellen. Must be placed on solid ground. Weißt du, ist auch... Bis auf die beiden ist das völlig solide. Ach, Mann. Sauerei. Komm, dann machen wir den erstmal wieder zu. Zack, zack. Damit das hier auch alles auf soliden Untergrund auch platziert ist. So. Warum mache ich das jetzt? Ja. Der Weg ist irgendwie derselbe. Anders. Machen wir anders. Machen wir ganz anders. Das schmeißen wir jetzt einfach mal hier so irgendwie hin. So. Ich muss mich daran gewöhnen, dass die Maus dann immer wieder weggeht. Wie gesagt, ich habe ein paar Tage kein Echo gespielt. Und mit ein paar Tage meine ich die
Die Hirsch der Hölle. Alter. Zu dickfällig. Damit meine ich die Zeit zwischen den Staffeln. Ja, das war eine harte Zeit. Es war eine entbehrungsreiche Zeit. Aber was willst du machen? Gehört dazu. Ja, der alte Planet, der war um einiges kleiner. Da hatten wir nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Auch mit den Biomen. Das war zwar alles sehr schön, alles sehr schick. Aber auch alles sehr klein und winzig. Und naja, die Rohstoffe waren aber wesentlich übersichtlicher. Ich bin gespannt, ob sich wenigstens auch die Steintexturen einiges geändert haben. Nicht nur farblich, sondern auch von der Texturgebung her. Das wäre schön. Müssen wir mal sehen. So. So. Ja, ihr glaubt ja gar nicht, wie oft ich schon hin und her gerannt bin mit der Schaufel hier. Nur um hier den ganzen Kram hier rauszuschaufeln. Aber gut. Egal. Ist auch egal. So. Es ist ja nun mal das erste größere Gebäude, was wir bauen, ohne die große Schaufel. Ich hoffe, dass wir die dann schon bald schon bauen können. Das wäre schön. Dann spart man sich nämlich immer diese Einzel-Hin- und Herlatscherei. Klar, ich könnte einen Bollerwagen noch bauen, dann könnte ich mir das auch einigermaßen sparen. Trotzdem ist der Bollerwagen ja nun nicht sehr geländegängig, ne? Da wünschte ich mir tatsächlich so ein Geländefahrzeug, wofür man jetzt keine Rampen braucht. Zum Beispiel. Das wäre zumindest schön. Also, ja, ist nur ein Vorschlag. Ist ein Vorschlag. So. Den Sand. Aus dem ganzen Sand habe ich schon Glas hergestellt. Ne? Also nicht wundern. Sieht man vielleicht auch am Skillbaum hier, den ich immer noch aufgeklappt habe. Warum, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, damit ich ein bisschen Übersicht habe, was wir schon können, was wir noch nicht können. Ach so, Mining haben wir komplett ausgeskillt. Ja, es waren einfach viel zu viele Steine hier drin. Deswegen haben wir es komplett schon ausgeskillt. Ja, ist so. Ach hier, und Gathering auch. Durch meine Baumfeldaktion, durch meine Mähaktion und durch meine Pflanz- und Ernteaktion immer. Ja, das ist mal so. Das ist alles noch nicht gebalanced. Aber Bäume fällen zum Beispiel, da haben wir noch nicht so weit geskillt. Das ist noch nicht so wirklich weit. Naja, aber ich glaube, das wird noch. Achso, die Baumwachstumsrate habe ich auch etwas höher gestellt, dass wir nicht 4 Tage darauf warten müssen. So lange haben wir noch nie auf Bäume warten müssen, dass sie nachwachsen. Ich habe das ein bisschen runtergestellt auf einen Tag. Da wo vorher waren es 1,5 Tage. Von daher, und original ist es hier in der Version auf 4 Tage. Aber es kommt auf die Größe der Bäume an, also auf die Gattung der Bäume an. Es gibt auch Bäume, die brauchen 6 Tage. Und 8 Tage, glaube ich auch. So. Jetzt kommen jetzt immer den hier mal. Denn ich habe auch einen schönen Skill hier gelernt. Außer, dass ich hungrig bin. Ständigen Hunger habe. So. Kann ich euch gleich mal zeigen. Man kann aber leider nur eins davon lernen. Entweder diesen hier, also alles in der Umgebung einsammeln, oder dass keine von diesen größeren Blöcken entstehen. Ja, das ist natürlich nicht so gut, aber ich glaube, ich kann mich natürlich irren, aber ich glaube, dass man das mit steigender Spitzhackenqualität halt entsprechend wohl dann auch nicht mehr so hat. Also, ich bin mir nicht sicher, aber das ist, das glaube ich. Also, das ist das, woran ich glaube. Ja, das ist ein mächtig toller Satz. So weit wollte ich doch gar nicht. So weit wollte ich doch gar nicht. Ach, Mensch. Erde, gut, alles klar. Nehmen wir Erde. Haben wir gerade so ein paar Blöcke gefunden. 1, 2, 3, 4. Reicht der eine sowieso nicht. Ich möchte es auch ein bisschen schön hier haben. Deswegen hole ich den Sand hier noch raus und einen Steiner gleich noch raus. Wie gesagt, wir bauen schön. Wir bauen wie immer schön. Nur halt
in dieser Staffel noch wesentlich größer. Wesentlich größer. Wenn ihr wüsstet, was mir alles im Kopf rumspukt. Alter Fallen, alter Falter. Eieiei. Das ist schon, das ist interessant. So, jetzt geht mir die Erde aus. Das ist gerade nicht so optimal. Sub, sub, sub. Suboptimal. Ah ja. Oh, du Hirsch der Hölle, verzieh dich. Was? Object storage must be empty to pick up. Ach, leck mich doch. Das ist doch einfach nur so hier, gucke da, so, zack. Reicht doch schon. Ich baue hier kurz eine Treppe rein. Ich baue hier kurz eine Treppe rein, damit wir auch einigermaßen runterkommen. Hier war das. Ach, okay. Okay, bum, 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 bum. Tja, doof. Das ist ja jetzt blöd. Das ist ja jetzt richtig blöd. Das kann man so scheinbar nicht so gut machen gerade. Das ist nicht gut. Das gefällt mir auch nicht. Gut. Ich wusste, warum ich das. Ich weiß schon, warum ich das später machen wollte. Ach Mist. Okay, dann müssen wir hier den hier mal rausklöppeln. Schon wieder der Hirsch der Hölle. Junge, Junge, Junge. Diese Viecher. So vielleicht. Ich weiß nicht, ob das schon reicht optisch, aber ich glaube eher nicht. Optisch könnte es nicht reichen. Das reicht optisch auch nicht. Nee, nee, das können wir nicht. Das kann ich so nicht anbieten. Das ist nicht schön. Und, so, es wäre schon ein bisschen zu groß. Also müssen wir vielleicht in die andere Richtung. Ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Machen wir alles, machen wir alles, machen wir alles. So. Jetzt müssen wir aber hier erstmal zumachen. Wo brauche ich jetzt einen Block? Hier brauche ich einen. So. Den brauche ich dann nicht mehr. Den habe ich bloß gebraucht, um den anderen da dran setzen zu können. Ja, jetzt haben wir aber ein Problem, nämlich, dass wir hier auf Lagern stehen. Das ist ja nicht so gut. Ah, nur los, hoch da. Diese Blaupausen sind immer noch so wahnsinnig dominant. Ich muss mal hier kurz mal ein bisschen was wegbauen, sonst komme ich hier gar nicht mehr klar. So, Treppchen, Treppchen, Treppchen. Treppchen. So. So. Ja, so ist gut. So ist das schon optimal. Ja, sehr schön, sehr schön. Ist einfach nur unser Lagerkeller, weißt du? Mehr ist das nicht. Ich hätte ihn lieber ein bisschen besser ausgebaut, aber naja. Nicht, das mangelt aber nicht an Materialien oder an Zeit, sondern irgendwie an Platz hier, gerade wegen dem Teich. Ja, ich weiß, das ist alles nicht so gut gerade. Aber halt nicht zu ändern. So, jetzt kommt hier ein fester Block dran. Ja, das müssen wir noch alles ein bisschen ändern. Nur halt, dass wir hier schon mal einigermaßen schon mal klarkommen. So. Oh, toll. Da komme ich jetzt gar nicht mehr hin. Ja, es ist ja toll. Es ist schön. Doch so. Na gut. Na gut, na gut. Das passt mir auch gerade nicht, weil hier eigentlich eine Wand wäre. Ja, es ist alles nicht so gut gerade. Aber das kriegen wir irgendwie hin. Das kriegen wir irgendwie gerattelt. Das kriegen wir schon irgendwie gebacken. So. So, jetzt kommt hier noch mehr Fundamente hin. Funda, Funda. Das ist ein zu weit, ne? Ja, natürlich ist einer zu weit, natürlich. Hier wollte ich doch Erde reinbauen. Mensch. Marc, was machst du denn wieder für einen Scheiß? So. So. Den hier noch. Und den. Den, 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 den. So. So, dann hätten wir das Gebäude auch schon mal so weit erweitert. Das ist sehr schön. Dann kommt hier jetzt erstmal so eine Außenwand hin.
Und wie gesagt, diese Mortar Stones, das sind nämlich Mortar Stones, haben von mir eine geänderte Tierstufe. Also nicht wundern, wenn hier gleich irgendwelche komischen Tierstufen hier stehen. Okay. Warum sieht der Teich aus wie Blut? Haben wir einen der Plagen oder was? Ich hoffe nicht. So. Komm, jetzt machen wir erstmal hier lang. So. Das geht ja alles recht hügig. Oder auch nicht, weil das so ist. Ja, das ist jetzt natürlich ganz, ganz dumm. Das ist natürlich richtig dumm jetzt. Das ist gar nicht gut. Warum ist das so? Warum habe ich zwei Blöcke? Warum? Hä? Ist doch Quatsch, ist doch Blödsinn. Ach Mensch, Marki, was machst du denn wieder für einen Scheiß? Ach ja. Der Ping-Lipidant ist wieder da. Na gut, dann, ich möchte hier gerne... Ach, so vielleicht? So. So ist besser. So. So. Oh. Mein Köpfchen. Ich stoße mir mein Köpfchen. So. Meine fette Rübe. So, dann haben wir hier die Treppe auch gleich wieder in Ordnung gebracht. So. Jawohl. So kann es auch bleiben, hoffe ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich denke schon, wenn wir hier mit der Treppe anfangen, dann ist hier ein großes Loch drin. Das könnte man aber zumachen mit einer Tür vielleicht. Vielleicht mit so einer Art Kellertür. Das könnte man machen. Das könnte man, aber dann wird das hier nicht schön. Dann haben wir Wassereinbruch. Das ist ja auch nicht so schön. Obwohl, nee, haben wir noch nicht. Haben wir nicht. Hier vielleicht schon, aber hier nicht. Doch, das können wir machen. Eigentlich können wir das so machen. Komm, machen wir so. Da passt schon. Kriegen wir schon irgendwie hin. Dann müssen wir aber das ganze Gebäude noch ein breiter ziehen. Ist ja alles nicht so schlimm. Das kriegen wir alles hin. Das kriegen wir alles gebacken. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Weil wir sind doch Bob. Wir sind doch Bob der Baumeister. So. So. Der Tümpel der Forschung. Naja. So. Jetzt haben wir schon mal das Gebäude einigermaßen klar gemacht. Ja, das gefällt mir auch noch nicht. Aber das bleibt ja auch nicht so. Jetzt müssen wir hin und her rennen. Jetzt müssen wir ganz schön weit laufen. Oh je. Ach. Ach, hier steht das Wasser. Alles klar. Gut. Viel gut. Oh. Oder auch nicht. Viel jetzt vielleicht wieder nicht so gut. Aber was willst du machen? Ich sag dir, was wir da machen. Wir machen gleich mal die Butz hier zu. Nicht, dass uns da irgendwas abhanden kommt. Wäre auch nicht so geil. Ich möchte... Achso, dafür muss ich erstmal auf den Hammer wechseln. Um hier die Steinart zu wechseln. So. Klack, klack. So, wie viel brauchen wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... So richtig? Ich glaube, ist richtig. Gut, 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 gut. Ja gut, ich wollte in dieser Folge schon ein bisschen weiter sein, aber na gut, die unvorhergesehenen Probleme, die in jeder Folge auftauchen. Komischerweise, warum sollte auch mal irgendwas auf Anhieb klappen? Warum denn auch? Hm? Das wäre auch viel zu schön. Das wäre es Zufall zu viel. So, so. So, jetzt brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen. Hier wegen des Wassers. Hier ist kein Wasser mehr. Das ist schon mal sehr gut. Da müssen wir gleich nur gucken wegen der Steine, die wir gleich noch rausholen müssen. So. Den kloppen wir auch nochmal raus. So. So. Vier Stück. Träumchen, Träumchen, Träumchen. Ö.
Die Blaupause, die verwirrt mich immer noch. So. So, dann haben wir das Gebäude schon mal verbreitert. Müssen wir nur noch hier noch. Nur noch hier noch. Hier noch. Auf nach hier noch. Gut, das ist mir jetzt egal, ob der Keller da am Überfluten ist. Das ist mir gerade scheißegal. Ganz ehrlich, es ist mir gerade wurscht. So. Gut. So. Zack. Da möchte ich auch noch dran. Das geht aber nicht gerade. Jetzt. Zack, her damit. Plümpf. Plümpf. Her damit. So, jetzt müssen wir immer wieder in den Keller runter. Oh, hier steht ja schon alles unter Wasser. Ist ja fantastisch. Ja, es ist sehr schön. War hier nicht gerade irgendwo... Hier ist aber auch echt nichts zu sehen, hier unter Wasser, ne? So, jetzt aber zwei Kalksteine. Sehr schön, sehr schön. Das finde ich gut. Kalkstein, Kalkstein, Kalkstein. Wo habe ich mein Kalksteinlager? Da hinten haben wir es. So. Und glaubst du es denn, die Folge ist schon wieder am Ende? Ich fasse es ja nicht. Es ist ja... 20 Minuten sind wirklich wenig Zeit hier gerade in Echo. Ich frage mich bloß, warum. Wahrscheinlich, weil ich Spaß habe. Mann. Gemeinheit. Bodenlose Gemeinheit. Na gut, aber das machen wir nochmal schnell fertig. So. Her damit. Sand bringen wir erstmal hier hinten rein ins Lager. Dafür haben wir es aufgestellt. Und zu. So, dann haben wir das wenigstens schon mal fertig. Damit ich es nicht vergesse, werde ich auch gleich nochmal hier diesen Türrahmen noch andeuten. Obwohl, brauche ich hier irgendeinen Türrahmen überhaupt andeuten? Muss ich hier überhaupt irgendwas andeuten? Eigentlich nicht, ne? Das ist ja schon eine Zweierhöhe. Das heißt, wir können hier eigentlich schon rübergehen. So. Ich hoffe, das passt alles so. Das wäre schön. Ach so, hier steht der Lager jetzt im Weg. Das heißt, ich kann nicht ganz... Doch, doch, das kann ich. Das geht. Doch, doch. So, dann ist hier ein Fenster. Hier ein Fenster. Hallo? Dahin. Das müsste eigentlich so machbar sein. Da möchte ich kein Fenster haben. Scheint mir vielleicht ein bisschen dicht noch zu sein, aber das könnte trotzdem so reichen. So, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. So. Zack, zack. 1. 1. Mist, das passt nicht. So vielleicht schon eher. Aber dann passt es hier wieder nicht. Ja, das ist nicht gut. Nicht gut, aber das machen wir gut. So. So ist das schon ganz schön. 1, 2, zack, 1, 2. Zack. 1. Ich bleib an der Werkbank hängen. 1, 2, zack, 1, 2. Gut, da käme mir das nächste Fenster drauf, aber geht gerade nicht wegen Lager. Aber gut, wir machen auch erstmal Folgenende. Und dann machen wir hier in der nächsten Folge mal weiter. Ein paar Scheiben haben wir ja auch schon. Und dann schmeißen wir vielleicht auch in der nächsten oder übernächsten Folge dieses Ding hier schon an, den Rennofen, die Blümerei. Und ja, und hier möchte ich auch ganz gerne langsam ein bisschen was herstellen können. Das wäre schön. Aber schauen wir mal, wie weit wir in der nächsten Folge kommen. Und dann sage ich erstmal bis zur nächsten Folge Echo hier in unserem Forschungsklärbecken. Tschüss!